Erst zuletzt besiegt. Die andere Sache ist erledigt. Checke jetzt Wagen, der gerade an mir vorbeigerast ist. Ja, der Wagen hat nicht so eine Beschleunigung wie unserem Galado, wie unser Galado. Brauche so schnell wie möglich Verstärkung. Aber auch dem werden wir entkommen mit dem Wagen. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Dann komm. Komm. Du kriegst mich eh nicht. Ah, das Handling ist hier um einiges schlechter, ich merke das richtig. Ah, verpasst, verdammte Scheiße. 1075, versuche ihn langsam auszubremsen. Fahr doch da rein, Mensch. Jetzt werden wir den nicht los, ist doch nicht wahr. Du bist mir einer, ernsthaft. Naja, eine Minute haben wir ja noch. Echo 11. Bitte Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle... Code 6 hat einen Unfall und ist umstellt. Boah, was ein Lag jetzt. Ruhig, Rechner, ruhig. Fahrzeug ist noch 10-8. Festnahme negativ. So, die kommen jetzt erstmal nicht mehr hinterher. Und wir können in Ruhe abhauen. Sperrt alles ab, hat Fahrzeug verloren. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in westlicher Richtung auf der Upward Valley. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Gut, dann hätten wir das in der Zeit auch geschafft. Und die anderen beiden, die mache ich mir dann einfach wieder ein bisschen leichter. Galado, Wagenauswahl, habe ich doch. So, Meilensteine. Müssten wir jetzt schon zwei haben, richtig. Das heißt, die anderen drei machen wir jetzt so. Huh, Cross ist mit Abstand der beste Fahrer des Rockport Police Departments. Er wird während der Verfolgung ständig an dir kleben und die Strategie seiner Kollegen koordinieren. Cross ist ein Drecksarsch. Cross ist ein Drecksarsch. In Need for Speed Carbon kommt der, glaube ich, auch einmal vor. Das heißt einmal... Da geht er einem ja auch auf den Zeiger. So, das hätten wir schon mal. Erste Kopfgeld ist kassiert. So, nächste ist hier. Da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Gas geben. Ein bisschen viel Gas geben. Jetzt nicht nachgeguckt, wie viel wir brauchen. So. Da oben kommt es schon. Ah, verdammte Scheiße! Zu langsam, ja. Hätte ich dir auch sagen können. Wie viel braucht man denn? 225, 55, ja, das ist ja erreichbar. Für uns ist das no problem. Ich komme ja von 0 auf 100 in fast 2 Sekunden, also das ist ja hier ewig schnell. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht versehentlich in irgendeiner Karre landen. So, geschafft. So, das war Nummer 3, 4 meine ich. Und das ist der letzte, den wir brauchen. Und dann fehlt uns ja eigentlich nur noch ein Rennen. Boah, das hätte böse enden können. Jetzt Gas geben. Ja, sehr schön. Mit fast 300 wieder geblitzt worden. Da schlägt doch mein Rennherz höher. ja, dann machen wir doch die Radarfalle hier jetzt zu Ende. Und dann können wir auch schon gegen Ronnie fahren. Und sind der Razor ein Stück näher gekommen. Oh ja, wenn... Was war das Ding jetzt? Was für ein Einknick der Framerate. Die war jetzt richtig episch. Hallo, haut ab. Hier, fahr dagegen. Ah, weil es so laggt. Hier, frisst den Wagen.
So, fast 200, das ist schon mal gut. Ja, damit sind wir Erster, tatsächlich. Nur ein bisschen Kontrolle ist immer gut. Ja, 211, das geht, das ist alles so annehmbar. Das könnte schneller sein, aber wir wollen die Gegner ja nicht überstrapazieren und sie ärgern. Übrigens, die Herausforderung gilt immer noch, dass man mich herausfordern kann, wenn man Lust hat in diesem Spiel, dass man gegen mich fährt. Das würde dann aber über Tangle stattfinden. Dass man da sich die IPs austauscht, sozusagen ein kleines virtuelles Netzwerk aufmacht. Dann kann man gegen mich fahren, wenn man Lust hat. Also dieses Angebot mache ich euch. Ihr dürft das machen. Ihr dürft fahren gegen mich, wenn ihr wollt. Gucken, wer besser ist, wer schlechter ist. Wahrscheinlich würde ich eh die ganze Zeit verlieren, weil ich bin wirklich kein guter Fahrer. Nein, das bin ich nicht. Das bin ich wirklich nicht. Das ist jetzt nur, weil die KI nicht so gut ist, aber sonst hätte ich wirklich keine Schnitte. So, wie sieht's aus? Immer noch Erster? Ja, natürlich. Wir sind mit fast 400 Kilometern pro Stunde schneller als die meisten Leute hier. Wupp, wupsi. Zack. Zack. Die Musik passt natürlich jetzt auch zum letzten Rennen. Ah, deswegen hasse ich diese Strecke so. So, da hinten kommt schon die nächste. Die werde ich jetzt nicht so schnell mitnehmen können. Aber auch nicht so langsam. Leck Nummer 3. Oder war es jetzt schon 4? Ich glaube, es war Nummer 4 jetzt schon. Sprich, eine Stunde Aufnahme. Oder länger als eine Stunde Aufnahme schon. Irgendwie so, um den Dreh. So, Speedbreaker, anders kommt man hier einfach nicht um die Kurve. Außer man geht auf 50 km/h runter und schleicht schon um die Kurve. Aber wir sind ja kein normaler Fahrer hier. Ja. Da kommt die nächste. Ah, zack, mitgekriegt. Jetzt habe ich aber die doofe Abkürzung nicht gekriegt. Autsch, das war schlecht. Dann kommen wir denen mal so entgegen. Hallo, verpiss dich. Das ist mein erster Platz. Oh, der Gelbe von der anderen Seite, der Drecksack. Wow, war das scheiße knapp. Naja, wir sind immer noch Erster vor Alan aus Two and a Half Men. Oder Alan aus Alan Wake. Welchen Alan ihr halt haben wollt. So, erster Platz. Damit können wir gegen Ronnie fahren. Hey, Ronnie hier. Ist mir egal, was man so über dich redet. Gegen dich gewinne ich rückwärts. Ich bin bereit, wenn du dich traust, Penner. Na. Du nennst mich Penner, Pisser. Ha, ich kann das auch. Wird mit P. Ronnie, was müssen wir machen? Boah, Rundkurs, Sprint, Rundkurs. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Auf Rundkurs habe ich jetzt gerade nicht Lust. Nicht wirklich, nein. Nein, kein Rundkurs. Also Leute, wir speichern. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed Most Wanted mit eurem Ryokan. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Ciao, ciao, auf Wiedersehen, bye, bye und bis demnächst, Leute. Wir hören uns dann.